Im Reich der Pflanzen geht's auch heute munter fröhlich weiter. Avocado, mit denen starten wir heute. Ich habe auch ein paar am Neustart, die liegen schon seit fast eine Woche, glaube ich, schon im Wasser. Höchste Eisenbahn, da mal Hand anzulegen. So, Avocados. Wir wissen mittlerweile, es sind Starkzehrer. Wir wissen mittlerweile, man kann die Samen direkt in aufgedüngtes Substrat stecken. Man muss sie nicht vorkeimen. Sie wachsen wunderbar. Klappt, tralala. Okay, so, wir kommen jetzt zu einem Schätzchen, das hatten wir, glaube ich, zuletzt war das angegangen. Ich habe gerade mal nachgemessen. Wir haben hier pH-Wert von 4,9, Mikrosiemens-Wert 2150 und das Ganze hier im Pon. Ne, hier im Wasser, gleich im Pon. So, pass mal auf, ich werde hier einen Schluck weiter Leitungswasser reingießen. Warum gießen wir Leitungswasser jetzt da rein? Ja, wir können das auch noch anders machen, wissen wir, ne? Aber das ist eine andere Sache. So, warum? Weil der pH-Wert zu niedrig ist. 4,9 ist definitiv zu wenig. Wir sollten 5,5 bis 6,5 erreichen, dann wachsen die Pflanzen richtig kräftig und gesund. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit der wichtigste Faktor, abgesehen davon, dass sie ordentlich Nährstoffe brauchen. So, ich gieße jetzt ungefähr die Hälfte dazu hier mit Leitungswasser erstmal. Und dann kommen wir mit dem Mikrosiemenswert schon mal ein bisschen runter. Da sind wir jetzt bei 1700. pH-Wert steigt jetzt, wir sind jetzt schon bei 6. So, das ist okay, das steigt noch weiter. Ganz genau müssen wir das jetzt nicht wissen, nur müssen wissen, eben, ne, dass das so gegeben ist, dass wir darauf achten, dass der pH-Wert nicht so weit absackt, denn das ist das Schlimmste für Pflanzen allgemein. Hier sehen wir auch schon die Wurzeln, die unten rauskommen, ne, kann man so sehen, denke ich mal. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. So, damit ist sie jetzt wunderbar versorgt. Jetzt sehen wir schon diese lange Stange hier. Wie gesagt, das ist die letzte, die wir damals gemacht haben. Ein ganz kleiner Kern. Und ja, dementsprechend hat es jetzt solch eine Pflanze ergeben. Es ist immer wieder unterschiedlich. So, hier hatten wir damals das Ganze noch nicht im Pon, sondern in unserem mineralischen Substrat. Hier hatten wir anfangs auch nicht gedüngt, sondern sind das erst viel später angegangen, im Test, um zu gucken, ob die Pflanzen das vertragen. Mittlerweile wissen wir das alles. So, hier habe ich noch nicht nachgemessen. Übrigens sieht wunderbar aus. Schönes, kräftiges Grün. Richtig herrlich anzusehen. Oh, auch hier müssen wir jetzt mal, oh, da steht leider nur noch eine kleine Pfütze drin. Ja, so ist das manchmal, ne? So, pass mal auf. Nein, ich muss die Geräte erst sauber machen. Aber bei der kleinen Pfütze, sonst verfälscht das komplett die Werte. Ja, es geht heute nicht nur um Düngen und tralala, aber das gehört einfach dazu. Das müssen wir mitnehmen, um halt Erfahrung sammeln zu können. Das ist jetzt unsere älteste Avocado und mit die hübscheste. Seitdem wir wissen, dass der pH-Wert wichtig ist und die Wasserzusammensetzung, wie wir das handhaben. Und wir sehen, die Pflanze ist kräftig. Richtig schicke neue Blätter hat sie ausgebildet. Also das ist eine richtig coole Sache. Stand anfangs am Fenster. Jetzt steht sie mittlerweile mitten im Raum, weil sie wird mir fürs Fenster jetzt zu groß. Kann man da weiter beobachten, wie sie sich dann dort verhält im neuen Dschungel. Auf jeden Fall eine mega coole Sache, wie das Schätzchen sich hier entwickelt hat. Und kannst jetzt auch den Topf sehen. Ja, also ist schon genial, ne? Wie einfach Avocados und linke Hand dann die Mango daneben. Die macht auch heftig lange Blätter, gerade diesen Neuaustrieb. Aber okay, das nur nebenbei. So, was wollte ich jetzt machen? Ach so, die Geräte sauber und dann gleich nochmal nachmessen. So, dann haben wir hier die Variante. Die hatten wir damals abgedeckt. Geschichte kennen wir, ne? Ich drehe das nochmal ganz kurz, wie das jetzt aussieht. Die hat ganz leichten Nährstoffmangel. Ganz leicht, da sieht man, das Blatt ist so hellfleckig etwas. Aber wir hatten sie erst vor kurzem umgetopft. Ich werde gleich mal nachmessen, was hier Sache gegeben ist, damit wir da gegebenenfalls eingreifen können, um sie besser zu versorgen. Ja, also das läuft richtig gut mit den Avocados, wie gesagt, man weiß, wo drauf es ankommt. Ne? Das ist also das A und O bei der ganzen Geschichte. Die steht momentan im hellen Fenster tatsächlich bei uns, bekommt ab mittags auch Sonne, wenn in Deutschland mal die Sonne scheint, im Moment ja eher nicht. Und von daher, ja, coole Geschichte mit den Avocados. Also das ist so genial. Und was haben wir früher Probleme gehabt? Ich sage dir, du, ja, so ist das, ne? So, überraschenderweise haben wir einen pH-Wert von 3,4, Mikrosiemenswert von 1200. Der Pflanze geht es trotzdem gut. Ich werde das Wasser jetzt allerdings mal rausnehmen hier. Das war ja nur eine kleine Pfütze. Und wir gehen dazu über, jetzt nur mit Leitungswasser bei uns zu gießen. Im Test dann jetzt. Ne? Das verändern wir jetzt. Allerdings werden wir zwei Faktoren verändern müssen, denn mein anderer Dünger ist gerade leer geworden. Ja, lach sich kaputt. Manchmal ist das so. Ich habe es verpeilt. Ist aber nicht so schlimm. Das heißt, wir haben jetzt lange Zeit den Grünpflanzen- und Palmdünger verwendet und steigen jetzt, dato heute, auf den Compo Complete um. Das heißt, für alle Pflanzen. Ja, wir haben es jetzt lange Zeit begleitet mit dem Grünpflanzen- und Palmdünger. Hat wunderbar funktioniert. Und jetzt steigen wir um auf den Compo Complete mal wieder, den wir schon lange Zeit nicht mehr verwendet haben. Hier ja, mit einer etwas anderen Rezeptur, soweit ich weiß. Pass mal auf, wir werden es heute einfach starten. Manchmal ist das so, ne?
Das heißt, ich werde hier tatsächlich zwei Faktoren verändern. Aufpassen, dass ich mir das jetzt nicht umschmeiße hier, da bleibt mir natürlich ein Drama. So, wie viel müssen wir jetzt dazugeben bei einem Liter? Ja, pass mal auf. Also der Compo Complete ist ja ergiebiger, zumindest gewesen damals. Das heißt, weniger. Wir werden jetzt also nicht mehr 2 Milliliter. Ich gebe jetzt erstmal 1 Milliliter ungefähr dazu. Und dann schauen wir mal, wie die Werte gleich aussehen werden. Wo habe ich denn jetzt mein Rührding? Ach, ich sage, da hinten liegt der. Ja, ist so, ne? Pass mal auf. Ja, jetzt hat er einfach zwei Faktoren verändert. Lacht sich kaputt, ne? So ist das manchmal. Aber gut, hier wollte ich jetzt, wie gesagt, mal testen, nur mit Leitungswasser. Und damit der andere Dünger ausgegangen ist, werden wir das jetzt heute einfach hier angehen und testen. So, bei einem Milliliter kommen wir jetzt auf. Gut 900 Mikrosiemens, das ist okay. Ja, das ist okay. Also, wie gesagt, jetzt nicht mehr 2 Milliliter, sondern 1 Milliliter. Ja, so ist das. Der Dünger ist nun mal ein bisschen anders, ne? So habe ich dann die Pflanze. Ach, da. So, okay. Das ist jetzt auch schon eine etwas ältere. Etwas. So alt sind die auch gar nicht. Das ist jetzt hier vom 4.6. So, die Pflanze, wie gesagt, ich kipp's noch mal vorsichtig, hat ein wunderschönes Grün. Sieht richtig gut aus. Bekommt gerade auch einen Neuaustrieb. Also hier läuft es eigentlich ganz gut. So, jetzt haben wir hier den alten Samen noch. Der ist tatsächlich bei der Pflanze vergangen. Das heißt, den werden wir jetzt mal abknippeln hier. So, zup, zup und gut ist, ne? So. Bevor da noch irgendwas mal passiert. Ach so, nee, das müssen wir just noch mal kurz machen. Wenn wir es jetzt richtig machen, was müssten wir dann machen? Weißt du es noch? Ja, wir müssen eigentlich das durchspülen einmal mit der Düngerlösung. Würde ich sagen, ne? Wir kommen jetzt auf den pH-Wert. Oh, das ist interessant. Von 6,7. Der pH-Wert kann sich aber verändern. Das haben wir gestern noch gesehen in der Düngerlösung, die ich rumstehen hatte einen Tag. Da ist der pH-Wert nämlich gestiegen gewesen. Also auch das müsste ich nochmal austesten. So, gleich sauber machen, weiß Bescheid, ne? Okay, also machen wir das auch. Wir spülen das mal so ein bisschen durch hier einmal. Und dann starten wir das Ganze jetzt mit dem Compo Complete hier tatsächlich, um das Ganze dann auch beobachten zu können. Ich meine, die wachsen damit, da brauchst du keine Bange haben, ne? Also nicht, dass du denkst, das wäre jetzt hier das super Experiment oder so. Die wachsen damit mit dem Dünger, ganz klarer Fall. Dafür wurde der auch konzipiert, um damit Pflanzen zu versorgen, ne? Also das ist nicht das Problem. Aber mal gucken, was dann so die Pflanzen uns zeigen, beziehungsweise wie sie darauf reagieren, ne? Ist halt eine andere Zusammensetzung und von daher wird das mit Sicherheit auch recht interessant werden. So, im Normalfall haben wir, ah ne, das ist ja jetzt kein Osmosewasser drin, lol. Ja, aber nur Leitungswasser hier drin. So, Detlef, nicht vergessen aufzuschreiben und dann werden wir die Pflanze gemeinsam beobachten. Wie gesagt, das machen wir jetzt mit Compo Complete bei allen Pflanzen, bei allen. Ne? Ich werde jetzt nicht hier mit dem einen, da mit dem anderen, sondern wir machen das einfach bei allen Pflanzen. Weil wir wollen ja was lernen hier. Ne? Und dann beobachten wir einfach mal, wie die Pflanzen alle so drauf reagieren. Insbesondere auf die Wasserwerte dementsprechend auch. Keine Bange, ich werde das nicht lang ziehen. Ne? Das machen wir heute im Start und dann sehen wir weiter, wie das dann so läuft. So, warte mal, hier habe ich hier Wasser unten drin stehen. Da konnte ich auch mal kurz messen, was wir hier drin haben. Hier kommen wir auf 1500 Mikrosiemens. Ne? Also der ist gut versorgt hier. Richtig gut. Oh, der hat echt schöne Blätter bekommen. Ich sage es dir, du. Ja gut, Perbert bringt dir jetzt nicht ganz so viel. Obwohl, ich habe gestern gegossen. Warte mal. Gestern habe ich gegossen. Ich halte es einfach mal kurz rein hier. Ja, ist okay. Also, sinkt noch ein bisschen. Ja, ist immer, manchmal dauert das halt ein bisschen. Gerade in so einer Pfütze. Ne? Aber ist okay. Doch, wir sind bei 6,8. Das ist gut. Das ist gut so. Okay, also reagiert das Ganze nochmal ein bisschen anders im Normalgießverfahren in dem Sinne als im Vorratsbehälter in dem Sinne. Weil das Wasser ist da doch recht lange drin und da ist dann doch schon auch eine ganz andere Reaktion interessanterweise. Okay, das kurz am Rande. Also schon wieder neuer Faktor, weiß Bescheid, ne? Okay. Kommen wir zum nächsten Schätzchen hier. Hier haben wir pH-Wert 4,4, Mikrosiemens Wert 700. Ich habe schon raus und das Wasser jetzt wieder neu eingefüllt, genauso wie bei dem Schätzchen auch. Ich habe es jetzt auch hier drauf geschrieben, damit wir das dann ja verinnerlichen für die Zukunft demnächst. Ne? Für alle, die das nicht wissen. Ja, wird es wahrscheinlich demnächst wieder viele, viele Fragen geben dann. So, jetzt kommen wir zu den Schätzchen, zu unserem Drähten hier. Drähten in dem Sinne, nicht Drähten, sondern Drähten.
Haben wir zurückgeschnitten und tada, es ist ein neuer Austrieb da. So, hier bin ich gerade am Überlegen, wie ich jetzt vorgehe. Ich habe das bis jetzt so gehandhabt, ich habe das einfach hier drauf gelassen, damit die Neuaustriebe Licht suchen und dann wieder nach unten wachsen. Mal gucken, ob ich das noch anders handhabe oder so belasse, ich weiß nicht. Problem ist nur, ich darf es nicht zu oft abmachen, weil sonst kann es sein, wenn die kleinen Triebe hier rauswachsen, wenn ich da ständig auf und ab, ne, dass ich mir die dann abbreche. Das wäre natürlich auch nicht der Burner. Oder ich belasse das so. Ja, nee, können wir auch machen, pass mal auf. Ich belasse das so und dann mache ich das so. Genau. Weiß Bescheid, manchmal ist die einfachste Lösung doch die beste, ne? Spontan. So, kannst du 1000 Gedanken machen und es geht auch ganz einfach eigentlich. Okay, ich mache jetzt eine kurze Pause. Und dann kommen wir zu unseren neuen Avocados. Die habe ich hier im Wasser drin und schon, wie gesagt, schon längere Zeit, ne? Das wird doch jetzt höchste Eisenbahn. Sie sehen aber noch gut aus, alles okay. Einer ist von der Haut her auch schon geplatzt. Also das ist, ne? So, dann, wie gesagt, geht es gleich weiter mit den Samen. Und mal gucken, was mir noch so einfällt. Ja, jetzt kommt demnächst wirklich wieder jede Menge Fragen. Warum hast du den Dünger verändert oder warum? Warum? Ganz einfach, um zu gucken, wie die Pflanzen darauf reagieren, um natürlich auch zu zeigen, dass man nicht unbedingt den einen Dünger nehmen muss. Ne? Es gibt so viele verschiedene Dünger. Von daher, ne? Okay. So. Jetzt dachte ich gerade, wir sind schon durch. Wir haben ja noch eine Avocado, die haben wir vor etwas über einem Monat haben wir sie hineingepflanzt. Die hatten wir vorher auch herangezogen. Da stand übrigens dieser Pott oben drauf. Ich drehe das nochmal ganz oder andersrum, ganz kurz, dass man das nochmal sehen kann. Ne, hier deswegen dieser Kringel drin. Ich weiß, sowas macht man nicht, aber ich mache sowas, weil ich da einfach Bock drauf habe. Okay, es macht mir Freude zu sehen, wie die Pflanzen reagieren, wenn man irgendwas verändert an Pflanzen. Ne? Nicht so wie hier, einfach nach oben wachsen lassen. Wobei, hier haben wir ja damals auch ganz zu Anfang, das war das erste Mal, dass wir das gemacht hatten, auch einen Topf draufgestellt und deswegen ist hier unten dieser kleine Schwung drin in der ganzen Pflanze. Ne? Das ist eine mega coole Sache. So, das, wie gesagt, sind alles nur Versuche. Man muss nicht, ne, jeden Baum so wachsen lassen, wie er will. Man kann das auch mal ändern ein bisschen. So, hier zum Vergleich nochmal gezeigt, wachstumstechnisch, ne, wie unterschiedlich Avocados tatsächlich auch wachsen können. Das wollte ich mal kurz mitnehmen. Hier habe ich allerdings noch nie nachgemessen. Hier stehen auch gar keine Werte drauf, was ich hier reingefüllt habe. Ich habe mal 500 reingefüllt, mal 1000. Einfach so, wie ich mit der Gießkanne gerade rumgelaufen bin, wenn man rein musste, habe ich was reingegossen und fertig. Weil ich weiß, sie vertragen viel, dann deswegen auch mal 1000. Und ich weiß auch, sie kommen auch mal eine Zeit lang mit weniger zurecht. Und die Pflanze ist nun wirklich kräftig gewachsen, von daher. Ne? So, das heißt, wir wissen gar nicht, was hier Sache ist. Also werden wir das jetzt auch kurz ermitteln. Das machen wir heute einfach mal zusammenhängbar hier bei den ganzen Avocados. Da ist auch schon eine lustige Wurzel durch gerade. Wir sind hier bei 1050 Mikrosiemens, also alles im grünen Bereich. Und dann gucken wir jetzt mal kurz, was wir dann am pH-Wert hier haben. Ach, der steigt interessanterweise. Also, das ist schon mal eine coole Sache, dass das so genial läuft. Ne? Hier übrigens im mineralischen Substrat, so wie wir das verwenden, also nicht Pond, sondern Vulcaflor gemischt mit Ceramis. Ne? Drei Teile Vulcaflor, ein Teil Ceramis. Und das klappt also richtig gut, muss ich sagen. Und hier haben wir den Vorteil, dass wir keinen Dünger drin haben, weil dem Pond ist ja Langzeitdünger drin. Und der reagiert auch komplett unterschiedlich, das ist tatsächlich so. Von daher ist man da, fährt man da besser, wenn man das selber aufdüngt. Ne? So, wir sind bei 6,1. Also alles easy, alles cool hier gelaufen. Ja, so kann das sein, so kann das gehen. Ne? So ganz einfach. So, hier ganz kurz mal für die Insider. Wir sind hier bei 580 Mikrosiemens, ist geblieben. pH-Wert von 5,8 auf 5,6 runtergegangen innerhalb von 2 Tagen. Dass wir das mal kurz mitnehmen. Und sobald ich hier eingreife, werde ich euch dann natürlich auf die Reise natürlich dann dementsprechend mitnehmen. Meine Güte, jetzt war ich schon wieder mit Wörtern, weiß Bescheid. Ne? So ist das im Leben. Kommen wir jetzt endlich mal zu den Samen. Ja, der Kern ist immer noch knackig hier. Also coole Sache, bei dem hält er also recht lange. Gestartet haben wir das Ganze am 7.4. Am 7.4. Also ja, vor gut etwas über 4 Monate tatsächlich ist die Pflanze jetzt schon alt. Ne? So, jetzt kommen wir zu den Samen. Damit wir da auch heute einen Neustart haben, um vielleicht einfach auch mal wieder was Neues auszuprobieren mit den Avocados, denn sie wachsen ja wunderschön, ohne rumzuzicken. Und das ist so eine coole Sache. Ne? Das ist so genial. Da entfernen wir einfach mal die Pelle jetzt hier dran. Die ist übrigens auch immer fest, also nicht vergammelt oder so, obwohl das Wasser hier ein bisschen trüb geworden ist. Aber das ist nicht so wild. Jedenfalls muss es halt mal wechseln.
Bei mir kommt das immer so, weil ich nehme mir was vor und dann fehlt mir die Zeit und da liegen die Samen halt einfach mal ein bisschen länger im Wasser, ne? Wie gesagt, das müsste jetzt zwischen 5 und 7 Tage irgendwie gewesen sein. So, okay. Jetzt haben wir sie gepellt und die sehen richtig hübsch aus, muss ich sagen. Also richtig hübsch. Mal gucken, was wir damit gleich machen. Mit den hübschen. Das mache ich übrigens ab, weil das könnte vergammeln, wenn wir das irgendwo reinstecken, ne? Und da kannst du dir Trauermücken anlocken. Ich meine, wenn du sie haben möchtest, dann weißt du, wie es geht. Aber ansonsten nach Möglichkeit nicht. Auch so gesehen mal Trauermücken, wenn du die haben möchtest. Pack einfach ins Substrat Hornspäne rein. Und du hast garantiert ganz viele Trauermücken. So, okay. Also wenn ich züchten möchte, kann das auf die Art und Weise ganz einfach machen. So, muss das Ganze aber nur in so einem Netz reinpacken, ne, damit die nicht überall rumfliegen. Weiß Bescheid. Okay. Die Avocado, solch wunderschöne Bäume. So, dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Einpflanzen der Samen, nachdem wir sie ein paar Tage im Wasser eingeweicht haben. Und ja gut, das ist jetzt relativ einfach. Kennen wir eigentlich schon die Geschichte? Ich zeige es dann trotzdem und vor allen Dingen, was ich hier mache. Wir haben jetzt aufgedüngtes Substrat mit Langzeitdünger drin. So, den einen Samen habe ich hier schon mal reingesteckt. Befüllen wir jetzt noch ein bisschen. Etwas mehr im Substrat drin steckt, also nicht ganz einbuddeln, wobei man kann mit Sicherheit auch ganz einbuddeln. Aber da ist noch eine andere Geschichte. So, nehmen wir unsere Samen, das ist oben, das ist unten. So, den drücken wir jetzt einfach hier vorsichtig rein und befüllen das Ganze dann noch mal so ein bisschen, damit er nicht ganz oben aufsteht, ne? So, siehst du wohl, dann bekommt auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit der Samen selber. Dann nehmen wir den nächsten. Übrigens ist hier eine Tonkugel mit drin, ne? Ganz klarer Fall. Denn ansonsten rieselt unser Substrat hier raus. So, nicht ganz voll machen, das sollte ausreichen. Dann nehmen wir den Samen. Das ist oben und das ist unten. So, dann drücken wir den auch vorsichtig hier rein. So, befüllen das Ganze noch mal ein bisschen. Er ist nur beim Substrat, kannst du nicht tief reindrücken, ne? Das geht nicht. Das sind Steine, weißt Bescheid, ne? Von daher muss man da das halt so handhaben. Aber das ist ja nun auch nicht das Problem. So, wie gesagt, hier ist jetzt Dünger schon mit drin. Und wir gießen jetzt hier tatsächlich nur mit reinem Wasser jetzt am Anfang. Ganz wichtig, ne? Denn die Pflanzen verbrauchen ja noch nichts. Lol, die Samen, ne? Weiß Bescheid. Von daher müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein, anfangs jetzt. So, jetzt müssen wir es gleich einmal kurz aktivieren wahrscheinlich. Denn die Kugel liegt in der Regel so ein bisschen bündig oben, unten manchmal. Da muss man halt drauf achten. Und dann aktivieren wir das Ganze einfach mal ganz kurz gleich. So, dann haben wir drei auf einen Streich dieses Mal. Ich sage auch gleich nochmal, welche das sind. Jetzt so einmal drücken, da siehst du wohl. Und dann kommt das Wasser unten raus. Und hier dürfen wir also noch nicht mit Nährstoffen dazugeben, weil hier sind ja Nährstoffe drin. Von daher müssen wir aufpassen. Das sollte man einfach wissen. So, okay. Also, wir haben es gestartet. Und lassen Sie uns überraschen, wie Sie sich entwickeln werden. Ich meine, eigentlich kennen wir das schon, aber egal, komm, wir starten das heute mal gemeinsam. So, dann gucken wir mal kurz, was das hier überhaupt für ein Avocado ist. Das ist die Hass. Ursprung Kolumbien, Kaliber 20, Klasse 1. Das sind also schon etwas größere. Und mal gucken, wie die sich dann entwickeln hier. So, was werden wir jetzt noch machen? Wir werden sie abdecken. Ist aber nicht zwingend notwendig, das haben wir auch schon gemacht. Die wachsen also tatsächlich so Hass, ne? Wachsen die so einfach raus. Dauert ein bisschen, aber die kommen dann schon irgendwann. Man kann sie aber auch abdecken, einfach um die Gewissheit zu haben, dass das vielleicht noch mal ein bisschen besser läuft. Und vor allen Dingen, um noch mal das Ganze so zu machen, wie es vorher mal gemacht hat, ne? Dass sie sich also so drehen im Prinzip dann, ne? Ach so, warum starten wir das Ganze neu? Weil das letzte Mal hatten wir 4 Monate, waren es glaube ich, 4 Monate das Ganze abgedeckt gehabt, also noch den gleichen Topf oben drauf gestellt, ne? Und auch Beschwerden oben, damit die Avocado-Pflanze später den Topf nicht anhebt. Und dieses Mal wollen wir das Ganze ja ein bisschen länger machen. Dieses Mal wollen wir das ja ein halbes Jahr drunter lassen. Und von daher wird das mit Sicherheit auch eine sehr interessante Geschichte. Schnubidubidub. So, weiter geht's. Pass mal auf. Ganz wichtig, jetzt beim Gießen. Also, wir verwenden wirklich nur reines Wasser. Reines Wasser zum Gießen, ganz, ganz wichtig jetzt, denn die Pflanzen, lol, die Samen verbrauchen noch nichts, ne? Von daher sind wir da vorsichtig und handhaben das erstmal so. Wenn die Pflanzen später am Wachsen sind, bekommen sie tatsächlich auch so, wie wir das handhaben, allgemein. Interessanterweise wachsen die Pflanzen jetzt richtig gut mit dem Verschnitt, wie wir das machen. Das ist eine richtig coole Sache. Was auch cool und interessant ist, dass also tatsächlich in der Selbstbewässerung oder im Wasser selber die pH-Werte schneller absacken tatsächlich, ne? Aber okay, das müssen wir fortlaufend weiter begleiten, inwieweit sich das entwickelt. Wir
sehen ja die Pflanzen, wie sie aussehen, auch im Dschungel, ne? Und von daher läuft das richtig gut, muss ich sagen. Und das hier halt in den Selbstbewässerungstöpfen, da können wir natürlich nachmessen, mal gucken, wie das dann weiter so läuft. So, ganz kurz, eine Litschi haben wir noch hier. Die wird übrigens bei 500 Mikrosiemens gedüngt, kontinuierlich. Und auch hier im Leitungswasserverschnitt, wie wir das so handhaben, seitdem wachsen die also richtig gut. Ne? Die neuen Blätter, die damals herausgewachsen sind, sehen richtig gesund aus. Auch hier kommt jetzt ein neues Blatt. Hier ist noch ein Blatt drin, das schneide ich jetzt mal weg, was damals noch rumgezickt hatte. Und nachdem wir das umgestellt haben, ist es vorbei damit, in dem Sinne. Ne? Also die Pflanzen wachsen wirklich wunderbar. Ich habe hier noch nie nachgemessen, glaubst du nicht. Ne? Ist aber Tatsache. So, meinst du, ich renne hier durch die Gegend, messe überall? Das mache ich nur, wenn wir die Sachen hier auf dem Tisch haben, um dann gegebenenfalls mal zu sehen, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber das dürfte jetzt hier soweit okay sein. Wie gesagt, gestern hatte ich gegossen und gedüngt. Ja, wir liegen hier bei 800. Also das ist okay soweit. Wie wir sehen, wächst sie mächtig, prächtig. So, ich habe es jetzt hier aufgeschrieben. 28.08.21, 5 Tage. Ich habe jetzt 5 Tage genommen, waren die Samen tatsächlich im Wasser gewesen. Ne? Heute haben wir sie eingepflanzt und wir decken das Ganze jetzt ab. Hier ist ja noch ein Loch drin, da kommt Licht rein. Muss ich jetzt noch nicht machen, ne? Weil es wird eine Zeit lang dauern, bis sie anfangen zu keimen. Aber wenn es dann soweit ist, dann auf jeden Fall abdecken, dass da kein Licht mehr reinkommt, damit sie da fröhlich fleißig im Kreise wachsen. Im Kreise, fällt er mir jetzt nicht runter. Im Kreise wachsen. Pass mal auf, wie wunderschön hier die Mango wächst. Die pflegen wir übrigens genauso wie die Avocados, also auch als Starkzehrer, ne? Auch als Starkzehrer. Guck mal, wie wunderschön der Busch hier gewachsen ist. Das sind jetzt die neuen Blätter gewesen, die herausgewachsen sind, die beiden hier. Er treibt mal hier aus, er treibt mal da aus. Mal gucken, ob wir irgendwann schnitttechnisch eingreifen müssen, um ihn wirklich als Busch weiter wachsen zu lassen. Nicht, dass er sich irgendeinen Trieb mal aussucht und dann wieder als Baum wachsen möchte. Aber das ist schon eine mega coole Geschichte bei dem Schätzchen hier, dass das ja eigenständig sich so entwickelt hat, nachdem wir den Haupttrieb unten abgeschnitten hatten, weil seitlich schon Triebe herauskamen. Und wir wollten ja wissen, was passiert da, wenn. Und ich muss sagen, das ist eine mega coole Geschichte. Wächst also wirklich ganz anders als hier unser Bäumchen in dem Sinne. Ne? Also das ist eine coole Geschichte. Wie gesagt, wir pflegen sie genauso wie die Avocados, die Mangos. Ja, Exotikpflanzen. Also das ist schon eine mega coole Geschichte, wie einfach jetzt alles läuft. Ne? Das allerbeste oder coolste, was wir herausgefunden haben, nach wie vor ist die Tatsache, dass wir die Samen, egal ob Mango oder Avocado, direkt in aufgedüngtes Substrat reinstecken können. Wir müssen sie nicht vorher bewurzeln. Wir lassen sie da drin keimen und wachsen. Und bei gegebener Zeit, wenn die Pflanzen am Wachsen sind, dann machen wir das wieder im Wasserverschnitt. Ansonsten erstmal nur mit reinem Wasser, denn die Pflanzen verbrauchen ja nichts. Wenn du ständig Leitungswasser reingießt, was macht das Leitungswasser? Es verdampft. Ne? Und die Rückstände, die im Leitungswasser sind, die bleiben drin. Und wenn du jetzt ständig mit Leitungswasser gießt, dann häuft sich das an, weil die Pflanze verbraucht ja noch nichts, denn sie ist ja noch nicht am Wachsen. Das ist ein Punkt, den sollte man auf jeden Fall berücksichtigen in der Anfangsphase. Wie gesagt, wenn die Pflanzen dann wachsen, sieht das Ganze anders aus, ne? Dann ist das okay mit dem Leitungswasserverschnitt. Jedenfalls auch komplett mit Leitungswasser mal versuchen. Aber das ist ortsabhängig. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich sage es heute nochmal, ich habe es vor kurzem schon mal erwähnt, dass bei uns das Leitungswasser besser geworden ist. Ne? Denn seit geraumer Zeit ist es also so, dass wir auch bedingt durch den Leitungswasserverschnitt, den wir jetzt haben, im Wasser drin, im Rheinwasser, dass trotz alledem der pH-Wert relativ runtergeht. Ne? Aber auch das müssen wir weiter begleiten dementsprechend. Also muss schon wirklich wissen, wenn man sowas machen möchte, dass man den pH-Wert misst. Das ist also ganz, ganz wichtig, abgesehen natürlich von dem Mikrosiemens-Wert. Ganz wichtig. So, meine Lieben. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus den Exotikplants. Ja, ist schon, also ich bin so begeistert. Oh, was haben wir damals, ich sag's immer wieder, ich weiß, Probleme gehabt und jetzt die Dinger, die wachsen einfach. Sie wachsen einfach, so, wunderbar, richtig kräftig mit herrlichen Blättern. Und dann kommt es natürlich, Rückschnitt, ganz klarer Fall, irgendwann werden die Klamotten zu groß. Aber das ist nicht so schlimm, das haben wir schon gesehen, dass das funktioniert. Das ist auch eine coole Sache. Das habe ich bei Instagram auch schon bei anderen gesehen, die haben das auch gemacht und auch da klappt das wunderbar und von daher ist es also nicht das Problem, die Bäume auch klein zu halten, genauso wie hier unsere Mangos. Das ist richtig coole Sache. So, hier müsste ich eigentlich mal die Werte nochmal nachmessen, wie die aussehen, weil das machen wir heute nicht mehr. Hatte ich mich schon verabschiedet? Doch, ne? Ja, doch. Ja, ach mein Gott, ich sag's dir doch. Ich habe schon wieder was ich noch sagen möchte, aber ich weiß nicht, ob ich schon sagen soll. Manchmal bin ich ein bisschen zu früh, ein bisschen zu voreilig mit den ganzen Sachen, irgendwas zu erzählen. So, guck mal, wie wunderschön diese Pflanze aussieht. Die wird übrigens auch kontinuierlich, ich sag mal so, nee, mach mal anders. Ich dünge sie bei 1000 Mikrosiemens und ab und zu bei 500 Mikrosiemens. Ne? Wenn sie jetzt so kräftig ist wie jetzt,
Hatte ich vorhin nachgemessen? Nee, hatte ich nicht. Ne? Also egal. Machen wir ein andermal nochmal Mangofilm. Dann gehen wir da nochmal tiefer in die Materie rein. Also bei 1000, wie gesagt, ne, ist nämlich Starkzehrer. Mit dem Wasserverschnitt, so wie wir das jetzt machen, wenn ich weiß, wie wir das machen. Ich habe einen Film dazu gemacht. Ich werde am Ende dieses Filmes dann im Abspann den Film nochmal reinsetzen. Wenn ich es nicht vergesse, wenn ich es vergessen habe, erinnert mich dran, dann mache ich es eben nachträglich. So, okay. So it is, auch mit den Litschis läuft das jetzt richtig rund hier mittlerweile. Coole Sache. Ja, und hier, wie gesagt, die Mango, die macht jetzt heftig große Blätter. Oh, die sind noch nicht ausgereift, die hängen noch da unten drin rum, ne? Die werden noch ein bisschen länger. Aber das ist auch eine coole Sache. Wie gesagt, auch da muss ich mal wieder nachmessen. Da muss ich nicht, ich will es, weil ich will wissen, was der Sache ist. Warum läuft das so, wie es läuft? Ne? Das ist ganz wichtig, denn daraus können wir dann dementsprechend natürlich auch die weitere Pflege mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ja, siehst du wohl, es geht weiter. Yippie-yay. So, heute ist Samstag, ja. Morgen ist Sonntag. Also ihr seht den Film dann morgen. Was sag ich es jetzt oder sag ich es nicht? Oh, ich sage dir du. Weil wenn ich es jetzt sage, dann. Wo nee, ich stelle das in Frage, die Frage. So sagen wir es mal so, genau. Ich gehe bald. Also ich höre nicht auf mit YouTube, nein. Auf keinen Fall. Das nicht. Denn das macht so viel Spaß hier mit euch zusammen. Aber ich werde das Ganze drosseln. Definitiv, denn ich muss mich jetzt in nächster Zeit mal um mehr andere Sachen kümmern, jetzt bedingt auch, weil Melodie in der Schule ist und so. Ich muss mein ganzes System komplett umstellen, gucken, wie ich das handhabe. Ich gehe davon aus, voraussichtlich sage ich es jetzt mal, ne, dass ich also einen Tag Ruhetag mache in der Woche. Okay, dann frage ich euch jetzt mal, welchen Tag sollen wir Ruhetag machen? Das heißt also, das ist ja ein Tag vor, ne? Weil ich filme ja jetzt so wie jetzt Samstag und der Film kommt ja am Sonntag. Das heißt also, an welchem Tag, sagen wir es so, soll oder kann mal kein Film kommen, ne? Mitte der Woche, Anfang der Woche, Ende der Woche? Weil Sonntag nicht, weil Sonntag haben die meisten Zeit zum Gucken. Ne? Das heißt also, Samstag müsste ich auf jeden Fall noch Film machen. Dann könnte ich Sonntag vielleicht mal keinen Film machen. Aber sonntags kann ich nichts Außergewöhnliches machen. Das heißt also, ich kann jetzt nicht irgendwie was ne, irgendwo hinfahren oder so, weil Sonntag ist ja alles zu. Also das wäre auch nicht so gut. Also würde wahrscheinlich Mittwoch dann doch. Ich erzähle euch einen Quatsch hier. Ne? Könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben. So, und ansonsten, wie gefällt es euch, was ich hier so mache? Dürft ihr mir auch mal gerne wieder schreiben. Okay, yippie, yippie.